bin die Stefanie Kock und ich komme aus Hamburg und ich bestehe darauf, dass man mich Steffi nennt und duzt. Mein Name ist Alexander Kerbst, ich komme aus Berlin und mit Steffi zusammen bin ich Kerbst und Kock. Ja, ich habe mein Leben lang davon geträumt, eine richtige, waschechte Rockband zu gründen, denn ich stehe total auf die Rolling Stones. Und dann habe ich Alexander kennengelernt und jetzt machen wir zusammen Volksmusik, yeah! Aber nicht nur Volksmusik. Ich bin der klassische Männertyp. Ich bin Jäger und Sammler und ich gehe gern auf Safari. Alle weinen um den einen, um Professor Fried. Alexander Kerbst und Stefanie Kock, beides bekannte Musicaldarsteller. Sie spielten bereits die Hauptrollen in Evita, Falco meets Amadeus, Saturday Night Fever, Dracula und. Aber sie gibt es eben auch als Duo, als Kerbst und Kock. Die Türe zu, die Schuhe aus, ein Spielfilm an, die Beine hoch, weil alles mies ging. Oh. Hier ist aber Action. Ich bin Kerbst. Ich bin Kock. Zusammen sind wir Kerbst und Kock. Und Kock. Es hat übrigens sehr lange gedauert, das durchzusetzen, dass Kerbst zuerst genannt wird und dann Kock. Das stieß auf Schwierigkeiten. Durchaus. Tatsächlich? Oder? Ja. Du warst erst mal nicht so von überzeugt und dann haben andere Leute gesagt, also Kock und Kerbst. Ja, aber Kerbst und Kock klingt doch eigentlich schöner. Kerbst und Kock ist viel eingängiger. Ist und bei so, mir. So kam es dann. Die Beziehungsquote, weil er sonst nicht so viel zu sagen hat und dann auf der Bühne darf er dann halt auch mal Vorzüge genießen, so gewisser. Ne? Deswegen stehe ich gerne mit Steffi als Kerbst und Kock auf der Bühne, weil ich dann endlich mal was sagen darf. Und zu sagen haben beide viel. Sie sprechen über ihr Beziehungsleben ganz offen und mit viel Humor, mit Witz und Charme und jede Menge Ironie. Weißt du, was mich echt stört an unserer Beziehung, Alexander? Dass bei dir immer alles erst später kommt. Wenn überhaupt. Naja, dein Haus zum Beispiel, das müsste mal seit Jahren dringend renoviert werden. Mir gefällt so. Ja, da brummt doch schon überall der Putz ab. Na und? Ich habe große Probleme mit ihren kurzen Haaren. Die mag ich gar nicht. Mir gefällt es aber. Ja, mir gefällt es eben nicht. Ja, dafür gefallen dir andere Sachen an mir. Das mag schon sein, aber diese kurzen Haare sind ein nicht unerheblicher Knackpunkt in unserer Beziehung. Aber in den 20er Jahren hatten alle intelligenten und emanzipierten Frauen Bubikopf. Steffi, du bist weder das eine noch das andere. Sitz! Pfui! Aus! Mach Kreisel! Mach Huhn! Das ist ungefähr ein kleiner Eindruck. So läuft es bei uns zu Hause. Und eben so gewisse Sachen haben wir eben halt auch, weil es so schön ist und weil man das gar nicht oft genug erleben kann, haben wir das dann vom Privatleben direkt auf die Bühne verpflanzt, sozusagen. Unterstützt wird das originelle Duo bei ihren Beziehungsproblemen von den Therapeuten, einer Vier-Mann-Kapelle mit jeder Menge Feingefühl, aber auch mit der nötigen Strenge. Sehr viele Tipps, die wir sozusagen als Therapie-Profis den Zuschauern mitgeben können, weil wir Echt? Ja schon seit sieben Jahren diese Therapie machen. Zum Beispiel hilft es in der Beziehung sehr, dass man sich Kosenamen gibt. So mein Schnufti, mein Schnafti, mein Schmuseschleck, Mufti, Mausi, Mäusespeck. Sie nennt mich Spatzi und Schatzi und Stummelschwanz und Stinki und Schlappi, doch das stimmt nicht ganz. Oder Knutschi und Kater und Knuffeltier, Wau Wau, Wichtel, Wonnestier. So viele Namen habe ich dir schon gegeben, das reicht bestimmt für ein ganzes Leben. Wie könnte ich dich nur jemals verlassen? Die Namen würden zu keinem anderen passen. Du bist der Einzige auf der Welt, der diesen Namen für immer behält. Wenn da auch ein anderer auftaucht, meine Kosenamen hab ich alle schon verbraucht. Musik spielt bei Kerbst und Kock eine wichtige Rolle. Dem Zuschauer kommt das zugute, er bekommt einen bunten Mix verschiedener Stile. Mit dabei Chansons, Jazz, Schlager, Pop und Rock. Auf den Zuschauer wartet ein echtes Feuerwerk an Emotionen. So eine kneippsche Wechseldusche. Also es ist mal ganz kalt und mal ganz heiß.
und mal ganz tragisch und mal total lustig. Und er schlüpft in tausend verschiedene Rollen. Da gibt es Rüdiger Hoffmann, tritt kurz auf. Otto Walkes. Didi Hallervorden. Karl Moik wird seinen Senf dazugeben. Und natürlich Marcel Reich-Ranicki, der übrigens über diese Show gesagt hat: Diese Show, das ist große Literatur. Ich habe selten ein erotischeres Showprogramm gesehen. Meine Damen und Herren, kommen Sie zu Kerbst und Koch. So ähnlich hat er sich mal geäußert. Heute geht es um große Literatur. Alpen Petersilie! Man lernt während dem Programm also auch noch viele Persönlichkeiten kennen, so auch diesen Herrn. Mal schauen, ob Sie erraten, wer das ist. Die hat ja Talent. Ein zuckersüßes Törtchen, um das sich jeder rauft. Als Popstar sie sich wie warme Semmeln verkauft. Oh yeah. Das kommt natürlich dann mit Hut noch besser. Hut und Brille. Kerbst und Kock oder König und Königin, eins ist auf jeden Fall sicher, das Zwerchfell wird bei ihrem Programm beziehungsweise nicht geschont. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Weil man sowas noch nicht gesehen hat. Alleine wegen ihm, das ist schon... Also ich kann versprechen, zwei Leute und eine Kapelle haben noch nie eine solche Show gemacht. Das ist wirklich einmalig, es ist Entertainment, es ist was für ältere Leute, für Theaterpublikum, es ist was für ganz junge Leute dabei, die wirklich eigentlich auf Disco-Mucke stehen oder Rap oder so. Und es ist sehr witzig, wir haben Comedy dabei. Also einen solchen bunten, fantasievollen und durchgeknallten Abend hat man noch nie gesehen, das will ich einfach mal behaupten. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und besuchen Sie Kerbst und Kock am Sonntag, den 3. Juli um 20 Uhr im Bistropik, das Kulisse-Bistro in Ettlingen. Tickets gibt's unter @ticket.de oder unter 0180 50 40 300. Eins wird retten, das ist nichts dabei, nur wenn ich euch erzähle die Geschichte.